unüberschaubares Chaos, stapelweise Kartons und Dreck. Nur ganz schmale Gänge verbleiben zwischen Tonnen von Müll. Dietrich hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Er ist ein Messi. Ich stehe vor einem Riesenberg hier. Ich kann das alles einfach nicht mehr schaffen. Seit über 9 Jahren fristet Dietrich sein Leben in komplett vermüllter Einsamkeit. Nur die Haustiere geben dem 44-Jährigen Halt. Ich habe fast alle meine Freunde verloren in den Jahren. Meine Tiere sind das Wichtigste für mich. Seine Mutter litt jahrelang unter schweren psychischen Problemen. Eins von Dietrichs schlimmsten Erlebnissen: 1990 musste er seine Mama in die Psychiatrie einweisen. Und das war ein echter Schlag. Da fühlst du dich wie das letzte Arschloch. Dietrich braucht Hilfe. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, nicht mehr die Kraft überhaupt, hier noch was zu verändern. Doch Hilfe naht. Unterstützt von den Messi-Experten Sabina Hankel-Hirz und Dennis Karl will Dietrich sein Leben endlich wieder in geordnete Bahnen lenken. Kein einfacher Fall für die Profis. In den letzten Jahren hat kaum ein Mensch die Wohnung des Messis betreten. Ich schäme mich halt. Ich bin unendlich traurig. Die nächsten 7 Tage setzt ein Team aus Profi-Entrümplern, Reinigungskräften, Handwerkern und Psychologen alles daran, das zerrüttete Leben des Logistikers, der im Eventbereich arbeitet, wieder aufzuräumen. Wird Dietrich der Start in ein neues Leben gelingen? Das Bundesland Niedersachsen im Nordwesten von Deutschland. Hier in einer Region geprägt durch Landwirtschaft und moderne Autoindustrie liegt die Gemeinde Elsdorf. Dieses sonst so beschauliche Dorf birgt ein dunkles Geheimnis. In dieser Wohnung sind die Jalousien seit Jahren heruntergelassen. Und das hat einen Grund. Hier lebt ein Messi. Im Wohnungsinneren stapeln sich Müll und Berge von Unrat. Jeder Raum der 72 Quadratmeter Wohnung schreit vor Dreck. In der Küche wurde seit Jahren nicht mehr geputzt. Der Schmutz hat sich tief eingefressen in Pfannen und Töpfe. Im Bad türmt sich der Abfall meterhoch. Die Badewanne kann nicht mehr genutzt werden. Einen Schritt ins Wohnzimmer zu setzen ist schier unmöglich. Zwischen Kartons voller Müll leben Haustiere. Durch schmale Gänge zwischen Bergen aus Abfall gelangt man ins Schlafzimmer. Seit Jahren wurden die Bettlaken nicht gewaschen. Das ehemalige Büro ist bis knapp unter die Decke vollgestopft. Sperrmüll und Unrat sind in dem Raum zu Hause. Messi sammeln, stapeln und horten alles, so wert- und nutzlos es auch erscheinen mag. Viele Messis schämen sich für das Chaos, das sie angerichtet haben, und leiden massiv unter der Krankheit. Soziale Isolation und Messitum gehören untrennbar zusammen. Nach außen sind Messis meist unauffällig, so auch Dietrich 44. Er ist einer von ihnen. Mach die Augen auf und siehst Chaos. Du gehst raus und siehst Chaos. Erstmal Tee machen. Ich stehe vor einem Riesenberg hier. Das Problem ist nicht, dass ich nicht strukturiert wäre oder dass ich dreckig wäre oder dass ich faul wäre. Aber ich kann das alles einfach nicht mehr schaffen. Meine ganze Wohnung besteht eigentlich nur noch aus Nischen. Ich habe nach und nach jedes Zimmer verloren. Der größte Teil der Sachen, die hier liegen, sind halt Bücher. Unmengen an Büchern. Zeitschriften. Ja, dann lagern hier noch Lebensmittelvorräte. Da ich wenig in den Schränken habe, liegt natürlich auch viel vor den Schränken, also Klamotten, solche Dinge halt. Ich bin, wenn ich mich woanders befinde, eigentlich sogar recht ordentlich. Das ist manchmal ein ganz komisches Gefühl, weil ich weiß ja, dass es geht. Ich habe alle Grundlagen. Ich weiß, wie man putzt, ich weiß, wie man wäscht, ich weiß, wie man kocht. Ich bin eigentlich relativ autark, aber ich krieg's halt in letzter Konsequenz dann doch nicht mehr hin, weil es zu viel ist. Der gelernte Einzelhandelskaufmann arbeitet zurzeit als Logistiker bei einer Zeitarbeitsfirma. Doch seit 4 Monaten ist Dietrich krankgeschrieben. Er leidet unter dem Chaos und Dreck in seiner Wohnung und sucht seit langem nach geeigneten Therapien. Vergebens. Schon als Kind hat der geborene Kölner alles gesammelt, was man ihm schenkte. Bücher, Zeitschriften und Kuscheltiere türmten sich bereits in seinem Kinderzimmer. Doch damals war da noch seine Mutter, die immer dafür sorgte, dass aufgeräumt wurde. Heute ist Dietrich auf sich allein gestellt. Und alleine schafft er es nicht, sich von Dingen zu trennen. Seine größte Angst, dass nach außen dringt, dass er ein Messi ist. Ich bin sehr auf meine Außenwirkung bedacht.
damit eben keinem auffällt, wie es um mich rum aussieht. Und ich kann duschen, ich habe ein sauberes Klo und an mein Waschbecken komme ich auch noch. Badewanne kann ich ja nicht benutzen, aber die benutze ich sowieso nicht so oft. Die Welt um Dietrich herum spürt nichts von der ausweglosen Situation des 44-Jährigen. Besuch empfängt er schon seit Jahren nicht mehr. Ich habe fast alle meine Freunde verloren in den Jahren. Meine Tiere sind mit das Wichtigste für mich, weil denen soll es immer gut gehen. So. Elvis hat immer einen sauberen Stall, er hat auch immer was zu fressen im Stall. Gut, meine Katze, die ist inzwischen alt, die braucht nicht mehr so viel Platz. Aber auch der soll es gut gehen. Die hat also auch immer den Napf voll und frisches Wasser und ein sauberes Klo. Komm raus. Komm raus. Hm, Fräulein. Komm hier. Ja. Dinge verlieren, die man liebt. Dieses Gefühl kennt Dietrich seit seiner Kindheit nur zu gut. Nach der Trennung seiner Eltern litt seine Mutter unter schweren psychischen Problemen. Dietrich musste früh Verantwortung für seine Mama übernehmen. Eine Last, der kleine Junge von damals nicht gewachsen war. Die erste Depression meiner Mutter habe ich erlebt, da war ich 10 oder 11. Und dann ist es eben auch manchmal zu Dingen gekommen, die sehr, sehr unschön sind. Zum Beispiel eine Einweisung ins Krankenhaus. Du weißt genau, du hast das Richtige getan. Dann steht dieser Mensch, für den du alles getan hast, in dem Moment steht am nächsten Tag vor dir und sagt, was hast du gemacht? Warum hast du das gemacht? Da fühlst du dich wie das letzte Arschloch. 1974 bricht Dietrichs Vater den Kontakt zu seinem Sohn ab. Jahrelang muss sich der kleine Junge alleine um seine kranke Mutter kümmern. Erst als sie einen neuen Partner kennenlernt, findet der damals 12-Jährige wieder ein warmes Zuhause und Zuversicht. Doch der nächste Schicksalsschlag bricht Dietrich erneut das Herz. Vor 14 Jahren stirbt dann Stiefvater Theo. Also mein Stiefvater war für mich eine Leitfigur. Und wie wichtig er für mich wirklich war in meinem Leben, das habe ich erst begriffen, da war er tot. Und das war ein echter Schlag. Das war auch... Habe ich echt gedacht, jetzt ist jemand weg, der immer da war, der auch dir immer den Rücken freigehalten hat. Und das war ein schwerer Schlag für mich. Dietrich hat lange bei seiner Mutter in Köln gelebt, bevor er mit 24 in eine eigene Wohnung zog. Vor 9 Jahren verließ Dietrich Köln aus beruflichen Gründen und kam nach Neu-Wulmsdorf. Seither lebt er allein und zurückgezogen in den eigenen 4 Wänden. Der letzte Besuch ist 8 Jahre her. Wenn unten jemand an der Tür steht, mache ich gar nicht auf. Wenn ich's verhindern kann, mache ich gar nicht auf. So. Doch vor 6 Wochen dann der Schock. Dietrichs Vermieter werden skeptisch und verlangen Zutritt. Ja. Mein Vermieter wollte hier eine Wohnungsbesichtigung machen. Und dann hat er mir halt einen Termin gestellt. Den ersten Termin konnte ich halt wegdrücken. Den zweiten Termin, den habe ich auch noch irgendwie weggedrückt gekriegt. Und dann hat er natürlich gemerkt, da stimmt was nicht. Doch die Vermieter lassen sich nicht abwimmeln und verlangen Zutritt. Sie wollen wissen, in welchem Zustand sich Ihre Wohnung befindet. Ich habe mich gewundert, dass die Jalousien nie hochgehen, dass sie immer unten sind und die Fenster seit 8 Jahren nicht geputzt wurden. Dietrich hat Angst vor dem Besichtigungstermin. Er weiß, dass es keinen Ausweg gibt. Letztendlich kann ich eigentlich nur daran liegen, dass mir hier geholfen wird. Ja, ich habe so ein bisschen unsicheres Gefühl im Moment, aber... Da muss ich jetzt auch noch durch. Das sind die Räumlichkeiten. Sprachlos, einfach sprachlos. Bis unter die Decke mit Papier und Müll. Was meinen Sie denn, Herr, ob hier auch noch irgendwo Schimmel an den Wänden ist oder ja, wo die Kartons vorgestanden haben wegen der Luftzirkulation? An den sichtbaren Stellen ist nirgendwo Schimmel. Und bei den Unsichtbaren gehen wir auch davon aus, dass da nichts ist, weil die Wohnung ja eigentlich auch trocken ist als solche. Na ja, gut, ist ein neues Haus, ne? Die Vermieter sind geschockt und stellen Dietrich ein Ultimatum. In den nächsten 6 Wochen muss die Wohnung wieder in Ordnung gebracht werden. Ansonsten droht die Kündigung. Die Situation scheint ausweglos.
Einer der wenigen Menschen, mit denen Dietrich außerhalb seiner Wohnung noch regelmäßig Kontakt pflegt, ist seine Ex-Freundin. Nach dem Ultimatum der Vermieter hat Dietrich Christiane um Hilfe gebeten. Die 48-Jährige hat die Wohnung seit 8 Jahren nicht betreten. Sie ahnt nicht, wie schlimm es um Dietrich steht. Hier die Wohnung zu betreten, habe ich da schon ein ungutes Gefühl und will der Sache mal auf den Grund gehen, mal gucken, was da so los ist. Weil ich mache mir da schon Sorgen und möchte mir das mal genauer angucken. Die Angst, Christiane als Freundin zu verlieren, die ist natürlich jetzt da. Weil die ganze Situation auch irrsinnig belastend ist jetzt. Weil sie ist der erste Mensch, der seit 8 Jahren hier reinkommt. Hallo Dietrich. So schlimm habe ich mir das jetzt echt nicht vorgestellt. Wie sieht denn der Rest aus? Gucken wir an. Darf ich? Ja, natürlich. Oh Gott. Das ist der Anzug, den du zur Hochzeit anziehen willst. Mann, du hast hier Sachen im Badezimmer, die gar nicht hier hingehören. Ja. Bei dir ist alles so durcheinander. Wenn dein Inneres so durcheinander ist, es tut mir so leid. Ich frage mich nur, wie sieht denn da die Küche aus? Ach du lieber Himmel. Und hier machst du dir was zu essen? Da bleibt mir echt die Spucke weg. Das ist doch kein Zuhause. Hier möchte ich auch nicht wohnen. Jetzt weißt du, warum du so lange nicht kommen durftest. Hm. Dass ich genau davor Angst hatte. Ja, ich verstehe das. Chaos. Dietrich hat nur 6 Wochen, um seine Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Sonst setzen ihn seine Vermieter vor die Türe. Er braucht jetzt dringend Hilfe. Bisher konnte der 44-Jährige die Krankheit vor seiner Familie verbergen. Doch jetzt bittet er auch seine Mutter und seinen besten Freund Rainer um Unterstützung. Die beiden sind aus Köln angereist, um sich den Zustand der Wohnung anzusehen. Auf einer Seite freue ich mich zwar, dass die beiden jetzt kommen, weil es mir nicht gut geht im Moment, aber auf der anderen Seite ist das jetzt auch wahnsinnig belastend, weil meine Mutter die Wohnung nie gesehen hat und mein Kumpel auch nicht, aber da habe ich eher weniger Probleme mit, aber so von der eigenen Mutter, die das gesamte Ausmaß der Sache offenbaren zu müssen, ist schon wahnsinnig schwer für mich jetzt. Hallo Dietrich. Freust du dich, dass wir hier sind? Ja. Hm. Ja. Schnell auf halten. Ich freue mich auch total. Ey, riesig. Komm rein. Okay. Mutter Karin und Kumpel Rainer betreten die Wohnung und sind fassungslos. Jahrelang hat Dietrich ihnen vorgespielt, dass alles in Ordnung sei. Alle Treffen fanden in Köln statt. Jetzt sieht die Mutter zum ersten Mal, wie krank ihr Sohn wirklich ist. Scheiße. Ich verstehe nicht, wie du das als Zuhause bezeichnen kannst. Das ist kein Zuhause. Das ist ein Platz, wo meine Sachen sind und wo ich schlafen kann. Und mehr ist das nicht hier. Leben kannst du hier nicht und willst du hier auch nicht. Leben kannst du nicht, willst du nicht. Ich verstehe das nicht, wie sich das ergeben hat. Das ist schon der Hammer. Ich habe euch gesagt, es geht mir dreckig. Es geht dir dreckig, ja. So sieht es hier auch aus, wie es dir geht. Okay. Ich bin aber nicht dreckig. Nee, halt, das sagt doch keiner. Du bist nicht dreckig. Nee. Das stimmt. Also. Wie geht's denn hier eigentlich weiter? Das ist die Küche. Darf ich die denn mal sehen? Ja, eigentlich lieber nicht, aber ja, komm rein. Die Küche. Das ist doch keine Küche. Didi, das ist ein Schweinestall. Lass uns rausgehen jetzt. Komm mal her. So. Komm, wir gehen raus. Ja. Das ist eine Müllhalde. Und hier kann man doch nicht leben. Ich bin unendlich traurig. Mutter Karin und Freund Rainer verlegen alle weiteren Gespräche nach draußen. Sie wollen verstehen, wie der 44-Jährige seit Jahren so leben konnte. Dietrich, jetzt haben wir alles gesehen, deine Behausung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da leben kannst. Ich habe ja eine gewisse Ordnung, die ich versuche aufrechtzuerhalten. Aber die sieht natürlich niemand.
Nee, die sieht auch niemand. Die kann auch niemand sehen. Die sieht niemand. Es ist einfach so. Okay. Also es ist echt ein Wunder, dass du dich noch wäschst und pflegst und die Tiere auflegst. In dem Durcheinander müsste einem das auch vergehen können. Ich will keinem zeigen, was mit mir los ist. Ich will keinem zeigen, was mit mir los ist. Weil du dich schämst? Oder warum willst du es keinem zeigen? Natürlich schäme ich mich. Du brauchst professionelle Hilfe, das ist sicher. Aber so geht's nicht weiter. So kannst du auch nicht weitergehen. Für dich selbst nicht. Natürlich für mich selbst nicht. Weil ich gehe, aber kurz und dann gehe ich in der ganzen Situation kaputt. Dass es also so schlimm ist, das geht mir nach und das nehme ich auch mit. Denn so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich bin traurig, ich möchte ihm auch keine Vorwürfe machen. Irgendwie ist er reingerutscht in die Situation und hat ihn nicht mehr rausgefunden. Das Ganze ist einfach eine Spirale. Aus Hilflosigkeit, aus Angst. Und es geht einfach darum, dass ich professionelle Hilfe brauche, therapeutische Hilfe brauche. Und ich denke, das ist jetzt einfach das, was passieren muss. Und Hilfe naht. Zwei Experten haben es sich zur Aufgabe gemacht, an Messi-Syndrom erkrankten Menschen wie Dietrich zu helfen. Zwei, die sich über ihre eigenen Grenzen hinaus einsetzen, um anderen den Weg aus dem Chaos zu zeigen. Therapeutin Sabina Hankel-Hirz arbeitet seit Jahren erfolgreich mit Messis zusammen. Dennis Karl ist ein erfahrener Entrümpler, ein Kerl fürs Grobe und der Mann mit dem ganz großen Herz. Dietrich, die Hallo. Tür steht schon offen. Hi, guten Tag, ich bin Sabina. Hallo, Dennis, Tag schön. Hallo, ihr zwei. Und? Zeigst du uns deine Wohnung, ja? Lass uns rein. Ja, komm rein. Ja? Super. Ja. Oh, hier ist ja schon schön voll alles, ne? Dietrichs ehemaliges Büro ist nicht mehr als Zimmer zu erkennen. Hier stapeln sich Kartons mit Büchern, Spielsachen und alte Lebensmittel. Bergeweise. Dieser Raum wurde seit Jahren nicht mehr betreten. Kann man denn irgendwo rein? Können wir noch mal gucken, wo was mehr Platz ist? Oder ist das überall den ganzen so? Rest kann ich euch zeigen. Okay. Oh, das Bad ist aber schön groß eigentlich. Eigentlich ist es eigentlich schön groß. Eigentlich ist es schön groß, ne? Dietrichs Badezimmer ist groß, ja. Aber es ist komplett zugestellt mit Ramsch und alten Gebrauchsgegenständen. Die Badewanne wurde noch nie benutzt. Geputzt wurde hier seit langem nicht. Wann hast du das letzte Mal im Bad richtig sauber gemacht? Komplett ist bestimmt anderthalb Jahre her. So, aber ich sag mal, hier die Wege werden normalerweise gefordert. Ja. Ja. Aber was dann auf den Kanten bleibt, die sieht man ja dann. Das heißt, der Katze geht's besser als dir hier im Bad? Der Katze geht's besser als mir. Mein erster Eindruck über Dietrich ist jetzt wirklich, dass er ein Mensch ist, der mitarbeiten will, der sich wirklich verändern will. Man kann ganz klar erkennen, er sammelt, stapelt und hortet. Er schaut schon noch nach ein paar hygienischen Sachen, aber das Katzenklo ist sauberer als sein eigenes WC. Man muss wirklich sehen, was hier die Ursache von allem ist. Das ist aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, du hast jetzt keinen Müll gesammelt. Ne? Also das ist kein Müll in dem Sinne jetzt, sondern ich sehe, da sind viele Lebensmittel dazwischen. Ja. Und hier Zeitschriften hast Richtig. Du viel. Also jetzt kein Müll, ne? Oder hast du irgendwo anders noch... Nee, also Müll im klassischen Sinne habe ich nicht. Ich habe also jede Menge Zeitschriften, eben auch mal hier Tageszeitungen irgendwo dazwischen. Ich sammle es erst, ehe ich es verklappe. Ich meine, ich könnte sozusagen auch jeden Tag die Zeitung mitnehmen, aber das tue ich halt dann auch wiederum nicht. Ja.